Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady und ich werde wieder auf die Statistik eingehen, um immer wieder zu schauen, wie schneide ich denn so ab. Und es läuft echt gut, muss ich sagen. Ich habe in der letzten Folge angefangen mit 52% und habe jetzt 62%, das sind 10% Unterschied. Und insgesamt habe ich 12 Bewertungen durchgeführt seit der letzten Folge. Ich finde super. Also, ne, wenn das zufälligerweise auch genau die sind, die ich bewertet habe, finde ich das völlig in Ordnung. Also, ich weiß zwar nicht, ob man damit auf hervorragend kommt oder ob man damit maximal auf gut bleiben kann. Schauen wir mal. Vielleicht entwickelt sich ja irgendwann mal was davon. So, nee, nicht Kriterien. Wir machen Bewertungen. Auf geht's, los geht's. Wegweiser. Ja. Das kommt immer darauf an, was das für ein Wegweiser ist. Eisenhof, Altlandsberg und Neuenhagen. Also Neuenhagen, denke ich, könnte einfach nur ein Ort sein. Was hat denn hier der Wegweiser? Der Wegweiser an den Gleisen, na toll. Das ist jetzt nicht wirklich keine gute Beschreibung, kein guter Titel. Ich habe das Gefühl, derjenige versucht es einfach nur mal blind. Und für mich ist das jetzt erstmal kein guter Wegweiser, weil das sind wahrscheinlich nur Orte. Ich weiß nicht, ob da irgendwas davon eine Sehenswürdigkeit ist. Wenn da von irgendwas eine Sehenswürdigkeit ist, dann muss man das einfach in Titel und Beschreibung dazu schreiben. Und wenn man das nicht macht, dann tut es mir leid. Dann muss ich davon ausgehen, dass das einfach nur Massenproduktion oder keine besonderen Orte da drauf sind. Also erfüllt die Kriterien nicht. Keine Wegsmarkierung. Keine typische Wegsmarkierung. Oder keine Wegsmarkierung laut Kriterien. Kriterien. So ungefähr. So. Karl Riegler 1925 schickt dich in die Zeit. Zeit gibt Rat. Okay. Steht über irgendeine Tür von irgendeinem Haus. Und das Haus sieht man nicht gut. Nö. Tür oder ist das das Fenster hier? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erkennen. Nee, das Fenster ist es wohl nicht. Man könnte sich zwar vorstellen, dass es dieses Haus ist, aber ja, das Umgebungsfoto passt halt einfach nicht. Und deswegen lehnen wir das dann halt ab. Was vielleicht schade ist, vielleicht hätte das ja super geklappt, aber so eben nicht. So kann man den Ort nicht bestimmen und da kann man dann halt hier ohne Probleme ablehnen. Schieferkunst, ja, ist ganz nett, aber wie sieht's... Oh! Das ist sogar nur eine Garage. Mhm. Ja, das Problem ist, wir können das Haus nicht sehen. Ob es jetzt ein Einfamilienhaus ist oder nicht. Der Fußgängerweg ist hier und ab hier fängt eigentlich schon das Privatgrundstück an. Und in den Kriterien steht, dass man bis zum letzten Meter zu dem Wayspot laufen darf, soll, können, dürfen, um das dann anzunehmen. Dementsprechend müsste man das jetzt hier, weil das hier schon ein Privatgrundstück ist, ablehnen. Und das ist definitiv eine Garage, wo zwei Autos drin parken und nicht mehrere Garagen von einem öffentlichen Platz, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich würde sagen, das ist ein Einfamilienhaus und auf den Satellitenbildern passt irgendwie überhaupt nichts dazu. Na gut. Ich würde sagen, das ist ein Einfamilienhaus, also privat. Was ich natürlich trotzdem schade finde, ist eine Gegend, die hat jetzt vielleicht nicht so viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das größte Problem an der Stelle ist jetzt vor allem, dass man das auf den Satellitenbildern leider überhaupt nicht erkennen kann. Ich habe auch keinen
Hinweis vom Einreicher bekommen, dass es da vielleicht Probleme gibt. Und es, ja, deswegen, nö. So, nicht übereinstimmender Ort. Nee, wo, nee, wir machen privat, privat. Hier, privates Wohngelände. Das ist ja eindeutig. Das kann man auf dem Umgebungsbild ja wunderbar erkennen, dass das ein. Habe ich echt nicht lang genug überlegt. Normalerweise sollte die Meldung nur kommen, wenn man irgendwie unter 20 Sekunden oder sowas braucht. Aber ja, bei Ablehnungen braucht man halt nicht lange. Aber ich habe doch eigentlich doch schon eine Weile drauf geguckt. Merkwürdig. So, ist das ein ordnungsgemäßes Infoschild? Waldweg. Ja, das ist also vor allem, das ist ein Wanderwegsausgangspunkt, finde ich. Ja. Hier steht sogar, welche Höhenlagen man bei diesem Rundweg hier laufen würde. Ja, das ist definitiv ein sehr guter Wayspot. Ach so, wir müssen es ja nur verschieben. Na, toll. Wurde, verschieben? Ach, das sollen zwei Punkte sein. Oh Gott. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Also das ist ja gefühlt, ist das 1 Meter oder überhaupt nicht mal. Okay, sehr eigenartig. So, ja, Information und weiter. So, Wegweiser Ferdinandsburg. Wegweiser mit GPS-Koordinaten. Echt? Tatsächlich. Ehemaliger Standort der Dinklager Urburg. Ja, das ist eine Sehenswürdigkeit und ein Schild, das auf eine Sehenswürdigkeit hinweist, ist ein Wayspot. 5 Sterne. Titel und Beschreibung ist in Ordnung. Umgebungsfoto, okay. Da sind sehr viele Bäume. Das ist in Ordnung. So, historisch-kulturell. Ja. Also historisch ist die Burg und der Hinweis, dass man dorthin gehen kann, ja, das ist jetzt mal dann wieder kulturell, ja, dass wir uns solche alten Dinge noch angucken wollen oder versuchen, instand zu halten. Optisch einzigartig. Naja, gut, das Schild jetzt vielleicht nicht, aber Massenproduktion wird es vielleicht eher nicht sein, sondern eine Einzelproduktion, weil die. Es wird jetzt nicht so viele Ferdinandsburgen geben, deswegen. So, sicherer Zugang, davon gehe ich aus, ist irgendwo im Wald. Ob es jetzt genau an der Stelle ist, können wir halt leider nicht erkennen, deswegen geben wir hier 3 Sterne. Und ein Weg, eine Wegsmarkierung, oder? Hier, Wegsmarkierung. Weiter. Bolzplatz. Ein Tor. Ja, sieht erstmal nicht schlecht aus. Umgebungsfoto zeigt genau dasselbe wie das Wayspot-Foto. Finde ich sehr schade. Ich hätte gerne das andere Tor noch gesehen. Mal gucken, ob wir auf den Satellitenbildern was erkennen können. Ziemlich weit daneben ist noch ein Bolzplatz, aber hier steht jetzt Speichinger. Der hat auch wirklich diesen Namen. Steht hier nicht. Schade. Nee, da steht leider nichts davon. Was hier? Spielplatz. Okay, nee. Also Duplikat. Ich glaube mal dran, dass das kein Duplikat ist, weil ich nicht weiß, wo das Bolzplatzschild hinkommt. Fahren wir mal hier rein. Vielleicht. Ich würde eigentlich sagen, das ist derselbe. Und nebendran ist sogar noch eine Schule. Also entweder als Duplikat ablehnen. Oder davon ausgehen, dass es vielleicht doch nicht öffentlich ist, was ich hier an der Stelle ehrlich gesagt ein
bisschen weniger glaube. Aber deswegen wurden vielleicht zu wenig Umgebungsbilder gemacht. Also die Umgebung nicht richtig gezeigt, weil die Schule halt, weil das sofort aufgefallen wäre. Obwohl man könnte, man hätte vielleicht drauf kommen können, dass das auch eine Schule ist. Aber es sieht schon nach, na, ich denke schon, das ist öffentlich. Okay. Aber ich glaube, dass es ein Duplikat ist. Und deswegen werde ich das jetzt auch so markieren. Absenden. Also ich finde, ein Schild und ein Tor einreichen, es ist dasselbe Objekt, finde ich jetzt eher schlecht. Bei einem Spielplatz kann man noch drüber reden, je nachdem welche Größe. Ich finde, eine Seilbahn und der Spielplatz kann man schon getrennt voneinander einreichen. Eine Seilbahn ist jetzt nicht für jedes Kindesalter geeignet. Aber der Spielplatz vielleicht dann schon eher, das, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sind zwei schöne, unterschiedliche Sachen, die kann man schon voneinander trennen. So, ja. Die Niederlande, also in Holland, wird einfach mal eine Massagepraxis irgendwie eingereicht oder so. Nö, das ist für mich kein POI. Da gehe ich jetzt auch eiskalt hin und sage kein POI. So. Eine Bearbeitung. Katholische Kirche. Katholische St. Maria in irgendwas gebaut, bla bla, erweitert, bla bla. Ja, okay. Ja, ist eine schöne Beschreibung, kann man dazu machen. Das ist, da muss man jetzt nicht viel, da musste man jetzt nicht viel machen. So, was ist denn an einem Pappenhof denn so besonders? Der Pappenhof ist Treffpunkt für alle Interessierte des Reitplatzes, Tennisvereins, Hotels, Restaurants und Eingang zum Waldstück. Ja. Das ist aber nicht besonders genug, um sowas durchzubekommen in der Theorie. Ich hätte lieber ich würde dem Einreicher vorschlagen, lieber den Tennisverein einzureichen, als das hier. Steht hier, kann man nicht ganz erkennen. Warum sage ich das? Das ist ein ganzer Hof. Ja gut, da steckt eine Menge dahinter. Wie sieht es denn mit den anderen Weißbots hier an dem Ort aus? Ach, der Tennisclub ist schon. Ah, okay. Okay. Wo? Ja, das ist sogar tatsächlich dort. Okay. Das ist natürlich was anderes. Ich kann natürlich ja verstehen. Man versucht ja alles Mögliche irgendwie rauszuholen. Dementsprechend kann ich verstehen, warum man den Tennisclub und jetzt auch noch versucht, diesen Pappenhof einzureichen, wo eigentlich ja schon der Tennisplatz mit inbegriffen ist. Da gibt es auch anscheinend Reitplätze. Also im Endeffekt könnte man doch sagen, also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass dieser Hof nur Getränke ausschenkt oder sowas. Also Geschenke und ein bisschen was zu essen, ja, also das ist hier nicht bedeutend. Dieser Pappenhof beinhaltet Reitplatz, Tennisverein, Hotels, Restaurants und Eingang zum Waldstück, was auch immer das bedeuten könnte. Also ablehnen würde ich es jetzt nicht, aber ich kann mich irgendwie gerade nicht dazu durchringen, 5 Sterne dafür zu geben. Vielleicht, weil mir das Schild noch zu, Wirtschaft aussieht. Und nicht, hier ist ein ganz tolles
ein ganz toller Hof für Touristen, kommt herein und habt Spaß mit uns oder sowas. Also wenn es irgendwie so ein Infoschild dafür geben würde, alle sind hier so herzlich willkommen oder so. Hier gibt's was zu entdecken oder so. Das wäre natürlich klasse, ne, wenn es sowas als geben würde, damit man hier etwas deutlicher bei ist. Ah, okay. Das ist nicht nur für Vereins, also ja, man sieht ja den Pappenhof jetzt nicht an, dass es ein Vereinshof ist zum Beispiel, ja. Also dass da mehrere Vereine damit zusammengefasst sind. Hier ist der Eingang eigentlich. Also ich finde, das ist ein Wayspot. Aber es ist, also ich weiß nicht, es sieht nur nicht so gut aus. Vielleicht hätte ich es auch anders bewerten können. Das Foto vielleicht ganz schlecht bewerten und der Rest ganz gut. Aber gut. So, in Hildesheim ist eine Infotafel von Gustav Fränkel. Ja, die sieht eigentlich ganz gut aus. Schade, dass das Bild eigentlich eher so im Dunkeln aufgenommen worden ist. Das Umgebungsfoto zeigt uns überhaupt nichts. Das ist schlecht, weil ohne richtiges Umgebungsfoto kann man manchmal ganz schlecht sagen, wo denn dieser Gegenstand dann eigentlich ist. Also, wo soll das jetzt hier sein? Keine Ahnung. Gegenüber ist auch noch irgendwie eine Kinderkiste, was auch immer eine Kinderkiste ist. Vielleicht, das sieht für mich aus wie eine Grundschule tatsächlich. Könnte sein, dass das Schild auch in der Schule ist und jemand einfach nur das Bild geschnappt hat und dann nach draußen gelaufen ist. So. Und dann von der anderen Straßenseite aus eingereicht. Ja, aber nee, so können wir den Ort leider nicht bestimmen. Weil das Umgebungsfoto zeigt uns überhaupt nichts und es wurde vielleicht sogar im Dunkeln aufgenommen, was man auch ablehnen kann. Kulturverein Alte Kirche Bürgel e.V. Das ist zwar ganz nett so, aber woran soll ich das jetzt erkennen, dass das wirklich dieser Kulturverein hier ist? Für mich sieht das erstmal aus wie eine ziemlich alte, sehr kleine Kirche. Vielleicht hätte man das hätte man noch, man hätte das auch schon fast schon als Kirche einreichen können. Achso, ja, die alte Kirche ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude. Einem Ortsteil von Tralala, genau, der im Kern romanische Bau wurde in spätgotischer Zeit, wow, um einen schmalen Chor erreicht und 1688 in Fachwerkbau aufgestockt. Also hier hat sich anscheinend jemand hier die komplette Hintergrundgeschichte von dem Ding zusammengefasst, finde ich gut. Schade, dass das Umgebungsfoto so schlecht ist. Ihr solltet immer darauf achten, dass halt im Umgebungsfoto der Kandidat zu sehen ist, ne? Sonst ist das ein Ablehnungsgrund. So, vielleicht lässt sich das ja noch das Ganze retten. Hier erstmal nicht. Es ist leider auf Google Maps auf der Karte nicht eingetragen. Wir haben hier ein Street View, aber ja, von der Kirche von hinten. Die, genau, von der Kirche von hinten. Also von daher können wir den Ort trotzdem bestimmen, auch ohne das Umgebungsfoto. Und ich glaube, das sollte man auch tun. Nun, wo ist jetzt die alte Kirche? Das sieht gerade so komisch aus. Wahrscheinlich haben sie die genau bei einer Renovierung erwischt. Dass deswegen das hier so merkwürdig aussieht. Die ist irgendwie ganz schön verkleidet. Also ich denke, das ist die Kirche. Nur ist die gerade da in dem Moment im Umbau 2016. Aber gut. Ja, ich würde das einfach annehmen. Auch wenn das Umgebungsfoto nicht wirklich hilfreich ist. Wenn die Satellitenbilder gut genug sind, dann kann man sowas ruhig machen. Oder sollte man das vielleicht auch machen? Dass man wenigstens mal guckt, ob es möglich ist. Und nicht immer sofort ablehnen. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt und alle anderen lehnen es ab und ich bin die Einzige, die es angenommen hat, weil sie auf die Satellitenbilder geguckt hat. Zum Beispiel. Aussichtspunkt. Oranienblick. Okay. Jetzt bin ich irritiert.
Du zeigst mir einen Ausblick und als Umgebungsfoto zeigst du mir zwei Bänke auf einem ganz anderen Platz. Warum? Der Ort braucht mehr Stops. Oh, das ist Todesurteil. Das könnte sein, dass sehr, sehr viele das einfach ablehnen. Egal was, wie gut oder schlecht das jetzt gerade ist. Die Qualität für lokale Spieler soll so erhöht werden. Danke für eure Mühe, ja. Das solltet ihr euch sparen. Schreibt sowas bitte nicht in nicht in den Zusatztext. So, muss ich mir mal die Satellitenbilder angucken, kurz. Also eigentlich total unnötig. Also ich würde euch hier dringend empfehlen, also wenn derjenige, der das eingereicht hat, jetzt hier hört, ich würde dir dringend empfehlen, reich den Fußballplatz ein, den Bolzplatz und den Basketballplatz. Dann hast du hier drei Wayspots, ohne irgendwie irgendwas auszudenken. Das mit dem Aussichtspunkt, weiß nicht, das könnte zwar sein, dass man von dort aus hier den Aussichtspunkt hat, aber so hundertprozentig kann ich das jetzt aktuell nicht erkennen, ob das wirklich stimmt, dass du wirklich dieses Aussichtsfoto wirklich von diesem Standort aus gemacht hast. Wie soll ich das erkennen? Das muss man irgendwie anders fotografieren. Und es gibt, und wie man ja hier deutlich auf dem Umgebungsfoto sieht, da ist ein Basketballkorb. Hallo, einfach den einreichen. Das reicht doch. Dafür braucht man dann keine anderen Sachen. So, Ablehnungsgrund. Nicht übereinstimmter Ort. Weil ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das stimmt. Dass wirklich der Ort übereinstimmt, das gemachte Foto und den Nachweis. So, was, Neuried? Oh! Oh! Okay, wo ist denn das? Ah! Ah, okay. Ja. Kenne ich. Bin ich auch schon gewesen, da unten am Tor und hab da reingeguckt. Es steht ein bisschen Wasser auf dem Boden. Ah, ja, stimmt. Brunneneingang, ja, genau. Ist das, was? GMS? G-G-G-Maps? Brunneneingang auf G-Max ersichtlich. Auf G-Maps ersichtlich. Ja, nur nicht in Wayfarer. Nö, auf Google Maps wird gar nichts angezeigt. Eigenartig. Das hätte ich jetzt gerne gewusst, warum. Vielleicht, ach so, vielleicht auf den Satellitenbild. Ja, das ist natürlich gefährlich. Ich denke mal, derjenige, ich bin mir ziemlich sicher, derjenige versucht hier die S2-Zellen auszunutzen, aber gefährlich, sowas darauf hinzuweisen. Ich denke, die meisten werden das Ding hier rüber verschieben. Aber naja, wenn man es nicht versucht, klappt es ja nicht. Dementsprechend mal schauen. Also, auf jeden Fall ist das ein Wayspot. Das kann man definitiv sagen. Das wird schon alles passen, alles gut. Ja, Name ist auch in Ordnung, Titel ist auch gut. So, historisch-kulturell, ja, ist ein Denkmal. Optisch einzigartig, ja, wird es sowas wird es nicht nochmal geben. Das ist schon was sehr was sehr Spezifisches. Und sicherer Zugang. Sicherer Zugang, ja, ist zum Teil fast nur zu Fuß erreichbar. Aber hier drüben ist zwar eine 70er Strecke. Da fahre ich jeden Tag dran durch, wenn ich zur Arbeit fahre. Und das sind wirklich nur wenige Meter hier. Finde ich in Ordnung, soll man so lassen. Das Problem ist halt, dass hier direkt unter dem Baum ist nämlich noch eine andere Skulptur. Und hier drüben halt dieser Stein mit der Beschreibung. Ich finde, das ist schon gut, wenn man das beides einreichen könnte.
Aber ja, an der Stelle ist halt einfach kein Platz. Und also ich verstehe es. Ich gehe jetzt einfach auf Denkmal. So, ich will euch ja hier nicht lange dran festkrallen, obwohl es ja eigentlich vielleicht eindeutig ist. Ja, genau. Was habe ich denn jetzt? Hä? Was habe ich denn jetzt da anders bewertet? Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie er jetzt auf die Idee kommt, also der Algorithmus von Niantic, wie er darauf kommt, dass ich das sonst anders bewertet hätte. Naja. Lindenberg im Allgäu. Wir haben hier ein Jesuskreuz draußen auf der Straße. Ja, das sind Wayspots, aber das Umgebungsfoto zeigt den Kandidaten nicht. Und dann kann man den normalerweise auch nicht ermitteln, weil solche Kreuze sind so klein. Die kann man auf Satellitenbildern nicht erkennen. Da muss man richtig gucken, dass man richtig gute Umgebungsfotos macht. Dementsprechend kann man hier das leider ablehnen. Ort nicht übereinstimmender Ort, fertig aus. Eins mache ich noch. Das ist dann das Letzte. Ein Wandbild von einer abstrakten Mühle. Definitiv sehr hübsch. Wieder mal in Wildstedt. Wieder mal meine Umgebung. Ist ja cool. Und hier, schaut mal da. Man kann das wirklich perfekt auch von der anderen Straßenseite sehen. Finde ich toll. Und ich finde, sowas sollte man annehmen. Gerade wenn es um Dörfer geht, das ist ein Dorf. Da gibt es halt einfach nicht so viele Möglichkeiten. Und das ist ein sehr altes Dorf. Da gibt es sehr viel. Gibt es aber. Die haben mehr Möglichkeiten als wir in meinem Dorf. Passt das Gebäude? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen. Passt der Ort auch wirklich? Also wir haben direkt nebendran ein Haus mit sehr vielen Solarpanels. Also eigentlich sollte man das doch sehen können. Ne? Ja, hier. Doch, ich würde sagen, da ist es. Ja, dann passt das Haus. Okay, also dann bewerten wir das entsprechend. Und ich hoffe, dass die meisten eher dafür sind, sowas anzunehmen, statt abzulehnen. Kann zwar sein, dass es ein Einfamilienhaus ist, kann es aber jetzt nicht erkennen. Und auf Verdacht, ich bin halt jemand, der eher positiv bewertet statt negativ. Und Standort, ja, hatte ich gesagt, das passt. Und das ist ein Wandbild. Ich bewerte es so, wie ich es mir vorstellen würde. Oder vorstellen oder mir wünschen würde, weil es ist ein Dorf und in meinem Dorf gibt es auch ein Wandbild und ich verstehe einfach nicht, warum solche Wandbilder nicht einfach angenommen werden können. Mehrgenerationshaus. Meistens sind das nämlich größere Häuser. Ich wollte eigentlich fertig machen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Das ist ein sehr schöner Wayspot, muss man sagen. Ein Labyrinthspiel. Ja, definitiv. Könnte natürlich sein, dass es hier noch andere Gerätschaften gibt. Sogar sehr viele andere Gerätschaften. Das ist ja ein reinstes Paradies hier. Wenn man jetzt mal hier schaut, genau, da gibt es einmal eine Kneippanlage und Fitnessspaß. Aber trotzdem ist das für mich ein anderes Spielgerät, das nicht zu dem Fitnessspaß gehört. Und deswegen ist das für mich ein anderer Wayspot und dementsprechend bewerte ich das dann auch so. Okay. Kann man das ungefähr erkennen, dass es auch dort ist? Nicht wirklich. Warum nicht? Schauen wir uns die Umgebung an. Hier sind ein paar Bäume. Aber sind da echt so viele Bäume, dass man das von den Satellitenbildern nicht erkennen kann? Oder haben wir Pech, dass hier jetzt der Schatten ist und wir nichts erkennen? Vielleicht steht es ja auch hier. Aber eigentlich vermisse ich so diesen Weg, der jetzt zu sehen war. Ein Weg mit einem Kreis und so. 3 Sterne, ich sehe es einfach nicht. Und das ist, ja, das ist ein Spielgerät. Man könnte sagen, Örtlichkeit, Spielplatz. Ja, absenden und fertig. So.
Habe ja schon überzogen. Schauen wir mal, wie sieht's denn aus? Die 62% sind geblieben. 7.041 sind das jetzt. Ja, das waren schon eine gute Menge. Waren doch schon mal ganz hübsch. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr sehr viele Informationen zu diesem Thema und auch meine weiteren Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Batsch!